WLAN-Router. Stellt man sich hin, schaltet ihn an und dann läuft er. Da sind auch alle mehr oder weniger gleich, richtig? Falsch. In diesem Video erklären wir euch, warum es im Jahr 2023 vielleicht Sinn macht, über einen neuen Router nachzudenken. Wie alt ist eigentlich euer WLAN-Router zu Hause? Wisst ihr das? Habt ihr ihn selbst gekauft oder von eurem Netzbetreiber bekommen? WLAN-Router sind allgemein erstmal ein recht langweiliges Produkt. Eines, das man sich irgendwo hinstellt, wo es möglichst nicht auffällt und das dann gefälligst seinen Job machen soll. Am besten so, dass man sich nie mehr drum kümmern muss oder sich irgendwie Gedanken darüber machen muss. Dabei hat sich technisch auch im Router-Bereich in den letzten Jahren viel getan und es wird sich auch noch in naher Zukunft einiges tun. Wir wollen in diesem Video euch verraten, welche Technik es aktuell und in Zukunft gibt, wo die Tücken liegen und ob es sich für euch lohnt, mal ernsthaft über ein Upgrade nachzudenken. Wusstet ihr, dass moderne WLAN-Router seit einiger Zeit mehrere Frequenzbänder nutzen? Man spricht dann von Dualband oder neuerdings sogar Triband-Routern. Für die meisten von euch wird es nichts Neues sein, aber trotzdem wissen viele nicht wirklich, was das bedeutet. Der Umstand, ob und wie ihr einen Dualband-Router nutzt, hat nämlich ganz erhebliche Auswirkungen auf die Qualität eures WLAN-Netzes. Wir waren bei der Recherche für dieses Video einigermaßen überrascht, dass man offenbar immer noch WLAN-Router kaufen kann, die nur ein Frequenzband, nämlich 2,4 GHz, unterstützen. Und die sind bei aller Liebe gnadenlos veraltet. Der Standard sind heute und seit einigen Jahren eigentlich sogenannte Dual-Band-Router. Die unterstützen zwei verschiedene Frequenzbänder, eines bei 2,4 GHz und eines bei 5 GHz. Und das sind einfache Frequenzbereiche, in denen Funksignale gesendet werden. Als Faustregel gilt dabei, je größer die Frequenz, desto kurzwelliger sind die Signale und desto kürzer ist auch ihre Reichweite. Und je kleiner die Frequenz, desto langwelliger und desto größer auch die Reichweite. Das 2,4 GHz Band ist demnach das langwelligere Frequenzband, aber es ist auch das ältere und schwächere. Hier bekommt ihr im Idealfall Datenübertragungsraten zwischen 300 und 450 Megabit pro Sekunde. Zum Vergleich, im 5 GHz Band könnt ihr mit modernen Routern aber Geschwindigkeiten von bis zu 9,6 Gigabit pro Sekunde erreichen, also theoretisch zumindest. In der Praxis liegen die Geschwindigkeiten deutlich niedriger, im Schnitt so bei 180 Mbit pro Sekunde im 2,4 GHz Band und 480 Mbit pro Sekunde im 5 GHz Band. Fakt ist aber, dass ihr im 5 GHz Band merklich schneller unterwegs seid. Aber nicht nur das. Das 2,4 GHz Band ist auch voller und die einzelnen Funkkanäle in diesem Band, also jedes Frequenzband besteht nochmal aus einzelnen Kanälen, liegen nah beieinander, sodass es leicht zu Überlappungen und auch Interferenzen kommt. Stellt euch das am besten vor wie eine verstopfte Straße zur Rush-Hour. Ihr kommt zwar voran, aber es ist langsam und es nervt. Das 5 GHz Band ist demgegenüber eher wie eine gut ausgebaute, mehrspurige Schnellstraße. Hier seid ihr nicht nur schneller unterwegs, sondern es ist auch noch weniger Verkehr und die einzelnen Frequenzbänder sind besser voneinander getrennt. Es kommt also nicht so oft zu Interferenzen und Störungen. Teilweise aber dann schon, weil einige der Frequenzen unter anderem auch vom Wetterradar oder anderen Radarstationen genutzt werden. Heißt in der Praxis aber, für alle Anwendungen, bei denen ihr eine möglichst schnelle und störungsfreie Datenverbindung braucht, also Filme schauen bei Netflix, Musikstreaming, Uploads oder Cloud Gaming, da wollt ihr ins 5 GHz Band. In der Softwareoberfläche eures Routers könnt ihr übrigens sehen, welche Frequenzbänder eure Geräte nutzen. In den meisten Fällen könnt ihr dem Router auch sagen, schalte bitte das 2,4 GHz Band ab und nutze nur 5 GHz. Macht das Sinn? Manchmal vielleicht, aber meistens nicht. Das 2,4 GHz Band hat nämlich auch einen Vorteil. Seine Funkwellen haben eine deutlich höhere Reichweite. Und bestimmte WLAN-fähige Geräte, bei denen es nicht so unbedingt auf Geschwindigkeit und perfekte Latenzen ankommt, könnt ihr problemlos in diesem Band betreiben. Viele Smart-Home-Geräte zum Beispiel. Manche unterstützen davon sogar nur das 2,4 GHz Band. Was man aber sagen kann, wenn ihr noch einen Router in Betrieb habt, der nur das 2,4 GHz Band unterstützt und ihr euch mit langsamem Internet und schlechten Verbindungen rumschlagen müsst, dann macht ein neuer Router auf jeden Fall Sinn. Den Unterschied werdet ihr mit Sicherheit merken. So viel also zum Dualband. Jetzt gibt es aber seit neuestem auch noch Triband-Router. Was machen die?
Naja, sie nutzen noch ein drittes Frequenzband. Neben 2,4 und 5 GHz, nämlich das 6 GHz Band. Und das ist, wenn wir bei der Straßenanalogie mal bleiben wollen, naja, vielleicht eine Autobahn. Ohne Tempolimit, auf der niemand fährt, außer ihr. Das 6 GHz Band ist in Deutschland erst seit 2021 für die WLAN-Nutzung freigegeben und das bislang auch nur zu einem Teil. Also es wurde erstmal nur ein Teil der Frequenzen freigegeben, die eigentlich nutzbar sind. Der größte Vorteil des 6 GHz Bandes, es wird bislang kaum genutzt und ist noch schneller als das 5 GHz Band und auch noch stabiler. Der Nachteil, natürlich gibt es einen Nachteil. Die Reichweite ist noch kürzer, weil es sich um eine kurzwelligere Frequenz handelt. In der heimischen Wohnung können eventuell schon dicke Wände ein Problem für den Empfang darstellen. Ihr bekommt also ein sehr kurzwelliges Signal, das deshalb sehr schnell und stabil ist, aber halt dafür nicht besonders viel Reichweite hat. Besonders die kurze Reichweite stellt euch dann natürlich wieder vor neue Herausforderungen. Und ihr könnt 6 GHz WLAN mit einem entsprechenden Router vielleicht gar nicht in allen Teilen eurer Wohnung nutzen. Oder müsst halt das Signal irgendwie erweitern. Aber das ist Stoff für ein anderes Video. So weit wollen wir hier gar nicht gehen. Grundsätzlich stellt sich ja die Frage, was braucht man denn für einen Router? Für Dualband oder Triband? Die Antwort ist klar, für Dualband braucht ihr einen Router mit Wi-Fi 5 oder Wi-Fi 6. Das sind aktuell die am weitesten verbreiteten Standards, die euch hohe Geschwindigkeiten und gute Reichweiten garantieren. Es gibt natürlich auch noch Router mit älteren WLAN-Versionen, aber die würden wir im Jahr 2023 als Neuanschaffung nicht mehr empfehlen. Für Triband braucht ihr aktuell hingegen einen Router mit Wi-Fi 6E. Und das ist kompliziert, denn da gibt es gar nicht so viele. Ausgerechnet der bekannteste Hersteller in Deutschland, AVM, unterstützt Wi-Fi 6E noch gar nicht. Es gibt aktuell also keine Fritzbox, die das 6 GHz Funknetz unterstützt. Ein Router, der es unterstützt, ist zum Beispiel der Nest Wi-Fi Pro von Google. Und das ist auch ein Gerät, das ihr ohne großen Aufwand bei euch installieren könnt, weil es nicht dazu da ist, den Modem-Router eures Netzanbieters zu ersetzen, sondern ihn eher zu erweitern, eben um moderne WLAN-Standards wie Wi-Fi 6E. Euer Setup würde also so aussehen, dass euer bestehender Router das Internet am Anschluss ins Haus holt und dann dieser Kollege hier es per WLAN in der Wohnung verteilt. Und auch Endgeräte unterstützen das auch noch nicht so viele. Eher neuere Smartphones, Tablets und Laptops aus den höheren Preisregionen. Vor allem Geräte, die seit 2022 auf dem Markt sind, aber bei weitem nicht alle. Ob sich Wi-Fi 6E großflächig durchsetzt, ist auch fraglich, denn mit Wi-Fi 7 steht halt schon der Nachfolger in den Startlöchern. Auch Wi-Fi 7 soll Triband-WLAN unterstützen, allerdings mit noch höheren Datenraten und geringeren Latenzen. Erste Router sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, wie etwa die Fritzbox 5690 Pro. Und bei Endgeräten dürfte es ähnlich aussehen. Eines der ersten Geräte, das Wi-Fi 7 unterstützt, ist das Xiaomi 13 Pro. Kurz gesagt, Dualband ist aktuell der Standard für gutes WLAN und sollte auch der Mindestanspruch für euch sein. Der Trend für die Zukunft geht aber eindeutig zu Triband-Routern. Da stehen wir im Moment zwar noch ganz am Anfang, aber theoretisch könnt ihr das 6 GHz über einen Wi-Fi 6E Router heute schon nutzen. Vorausgesetzt, ihr habt Endgeräte, die das unterstützen. Wir haben jetzt in diesem Video nicht darüber gesprochen, wie ihr euer bestehendes WLAN tunen und erweitern könnt. Dazu haben wir aber schon mal ein Video gemacht, das auch noch aktuell ist. Das verlinken wir euch mal im Abspann. Wie sieht's denn bei euch aus? Was für einen Router nutzt ihr zu Hause und seid ihr mit eurem WLAN da auch zufrieden? Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare. Abo und Like nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder.